Heute ist der dritte Advent und wir stehen hier in der Stadtkirche von Darmstadt. Und wir beide, wir möchten heute zu zweit eine Predigt halten. Zwei auf einer Kanzel. Wir wollen in einen Dialog miteinander treten und, wenn es sein muss, auch ein bisschen streiten. Wollen unbequeme Fragen stellen und uns um die Antworten nicht herumdrücken. Wir wollen theologische Hintergründe klären und dann eigentlich gerne herausfinden, was das für einen modernen, für den Glauben eines modernen, aufgeklärten Menschen bedeutet. Mein Name ist Carsten Gollnow. Ich bin Stadtkirchenpfarrer hier in Darmstadt. Mein Name ist Annette Lagmann. Ich bin Kirchenvorsteherin der Stadtkirchengemeinde. Sag mal, Carsten, die Weihnachtsgeschichte, ist die wirklich wahr? Naja, Annette, schauen wir halt mal. Ja, schauen wir mal. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Die Weihnachtsgeschichte ist doch wirklich etwas für Kinder, oder Carsten? Ich habe sie als Kind gern gehört, in der Kirche, am Weihnachtsbaum mit echten Kerzen von meinem Vater vorgelesen. Ich habe das dann auch mit unseren kleinen Kindern sehr gern gemacht. Aber damit kann ich denen jetzt gar nicht mehr kommen. Ich höre immer nur, Mama, das glaubst du doch nicht wirklich. Ich versuche dann immer für mich zu reklamieren, dass man nicht alles rational erklären kann und dass Vernunft nicht der einzige Prüfstein für die Sinnhaftigkeit von Ideen und Ansichten ist. Ich versuche für einen vernunftbegabten Glauben zu plädieren. Aber das ist keine ganz einfache, geschweige denn erfolgreiche Haltung. Es wird toleriert, klar. Aber so, und jetzt diese Weihnachtsgeschichte. Stall, Krippe, Ochs und Esel, Engel, himmlische Heerscharen, Hirten, Weise aus dem Morgenland. Das hat doch etwas sehr Märchenhaftes, oder? Ja, in der Tat, Annette, sicherlich. Da hast du recht. In der Weihnachtsgeschichte sind ganz viele explizit märchenhafte Erzählelemente enthalten. Und die Märchenforschung kennt ja auch so ein typisches Märchenschema. Ich will da mal ein paar Elemente nennen und da wird man feststellen, diesem Märchenschema entspricht die Weihnachtsgeschichte durchaus. Zum Beispiel gibt es in Märchen immer Verheißungen, Prophezeiungen für den Helden oder seltener die Heldin des Märchens. Und in der Weihnachtsgeschichte sind das natürlich diese übernatürlichen Wesen, die Prophezeiungen machen, sind das die Engel, die den Hirten Maria und Josef begegnen. Oder typisch für ein Märchen ist die Geburt auf wundersame Umstände. Meist muss der Held fliehen, wird bedroht durch böse Mächte. In dem Fall hier in der Weihnachtsgeschichte ist das der König Herodes. Ja, und auch die heilige Familie wird ja auf der Flucht gerettet. Typisch Märchen. Und es gibt auch, wie bei allen Märchen, eine Message, eine gute Botschaft. Ja, und so, Annette, entspricht die Weihnachtsgeschichte eigentlich so einer richtig guten Märchengeschichte. Großartige Märchengeschichte, sagst du. Ja. Aber andererseits werden bei Lukas, und nur dessen Versionen kennen die meisten ja von uns, so viele Faktizitätssignale gestreut. Ich sag mal Kaiser Augustus. Ich bin Historikerin, also habe ich konkret einen Mann vor Augen. Es gibt sehr viele Darstellungen von ihm. Er steht für eine konkrete Zeit in der römischen Geschichte. Er hat die Zeit der römischen Republik beendet und die langjährige Zeit der römischen Kaiser eingeleitet. Also wahrhaft kein Märchenkönig, sondern ein echter, einflussreicher, die Geschichte prägender Kaiser. Und dann Statthalter Quirinius in Syrien, eine Art Minister oder Staatssekretär, würde man heute sagen, ein einflussreicher Mitarbeiter des Augustus. Diese Personen werden doch wohl erwähnt, um die Geburt Jesu zeitlich zu fixieren und ihr einen Wahrheitsgehalt zuzuschreiben, oder? Schließlich gibt es dann auch noch eine Volkszählung, der offenbar alle brav nachkommen. So könnte es gewesen sein, so weit so nachvollziehbar. Aber dann, wer ist denn der Engel des Herrn, der da zu den Hirten tritt und mit ihnen ins Gespräch kommt? Und alsbald tauchen die himmlischen Herrscharen auf und beruhigen die aufgeregten Hirten und machen sie neugierig auf das, was ihnen die Engel gesagt haben. Ein Kind in der Krippe in Bethlehem. Ich frage mich, wieso glauben das die Hirten? Und ich frage dich, ist das wirklich alles so wörtlich gemeint? Was wird hier über die Weihnachtsgeschichte hinaus erzählt? Was macht den Text zu mehr als einer Weihnachtsgeschichte für Kinder?
Interessant, dass nur Lukas in dieser Form von der Geburt erzählt, die anderen, Markus und Johannes, gar nicht. Matthäus berichtet noch kryptischer, ziemlich ausführlich von dem Phänomen der Schwangerschaft ohne Zeugung und ganz knapp von der Geburt. Auf dieses schwierige Terrain will ich mich hier gar nicht bewegen. Du siehst, auch ich, nicht nur meine kritischen Kinder, haben einige Fragen an diese Weihnachtsgeschichten, die ich dir als Theologe gern stelle. Naja, Annette, erstmal hast du ja schon ziemlich genau beschrieben, was Lukas und in gewisser Weise auch Matthäus versuchen. Sie versuchen, einen alten, bekannten Mythos der Antike zu verbinden mit dem konkreten, ganz historischen Leben dieses Jesus von Nazareth. Und dieser alte, antike Mythos, der schon weit vor Christus bekannt gewesen ist, ist uns vor allen Dingen heute überliefert durch den römischen Dichter Vergil in seinem Hirtenlied. Und er besagt, dass bei der Geburt eines besonderen neugeborenen Säuglings, dass mit dieser Geburt auch ein neuer Äon einbricht, also eine neue Weltzeit, mit der dann Frieden und Gerechtigkeit eintreten. Und wir können da nicht ins Detail gehen, aber man muss feststellen, dass da sehr viele Gemeinsamkeiten bestehen, verblüffend viele Gemeinsamkeiten zur Weihnachtsgeschichte, auch inhaltlicher Art. Und vor allem für Lukas ist eben klar, mit der Geburt von Jesus bricht für ihn in der Tat ein neuer Äon, eine neue Weltzeit an, wo eben Frieden und Gerechtigkeit plötzlich Realität werden, wo Gott Mensch wird, wie auch immer. Und ja, Annette, du hast als Historikerin natürlich völlig recht und auch Richtiges erkannt. Zum einen, diese eine Weihnachtsgeschichte gibt es ja in der Tat nicht. Und du hast ja schon darauf hingewiesen, Johannes und Markus kennen überhaupt keine Weihnachtsgeschichte. Und wenn man sich die Geburtsgeschichten bei Lukas und bei Matthäus anguckt, dann wird man mehr Unterschiede feststellen als Gemeinsamkeiten. Und dir als Historikerin muss man das nicht sagen. Wenn Quellen unterschiedlich sind, dann weist das doch eher darauf hin, dass die Historizität, in diesem Fall die Weihnachtsgeschichte, so nicht stattgefunden hat, dass die Historizität nicht gegeben ist. Tja, und wenn man auch sich die einzelnen historischen Angaben von Lukas so anguckt und auch von Matthäus, dann kommt man auch recht schnell in Schwierigkeiten. Nehmen wir mal die Volkszählung bei Lukas, die unter dem römischen Statthalter Quirinius stattgefunden haben soll, den du ja erwähnt hast. Dieser Statthalter ist belegt seit 6 nach Christus. 6 nach Christus hat er in Syrien geherrscht, in der Provinz Syrien, und seit da an gehört Judäa auch zu Syrien. Und nach der Darstellung des Matthäus allerdings soll Jesus unter König Herodes geboren sein. Und Herodes ist schon 4 vor Christus gestorben. Also man sieht, diese Angaben wollen überhaupt nicht zueinander passen. Und überhaupt eine Volkszählung, bei der jemand in seine Heimatstadt müsste, um dort in die Steuerlisten eingetragen zu werden, meine Güte, was soll das denn für einen Sinn machen? Und so eine Volkszählung, Annette, ist auch in der gesamten römischen Geschichte überhaupt nicht überliefert. Wo bist du denn zum Beispiel geboren? Ich bin in Walsrode geboren, in der Lüneburger Heide. Na, dann müsstest du zur Volkszählung in die Lüneburger Heide und ich nach Köln. Also, wo soll da der Sinn liegen? Wir werden gleich sehen, warum Lukas diese Volkszählungsidee da eingeflochten hat. Aber zurück. Versuche, Jesu Geburt durch astronomische Berechnungen zu bestimmen, indem man vielleicht so einen Stern von Bethlehem mit irgendeiner astronomischen Himmelserscheinung identifiziert, sind auch gescheitert. Und auch ein systematischer Kindermord durch König Herodes ist bei jüdischen Historikern, zum Beispiel bei dem meist doch sehr gut informierten Flavius Josephus, auch nicht überliefert. Also, man sieht, so lässt sich diese Weihnachtsgeschichte einfach nicht knacken. Sie ist nämlich an historischen Fakten letztlich doch nicht ernsthaft interessiert. Tja. Tja, da fragt sich die geneigte Leserin aber schon, warum wir dann nicht müde werden, diese Geschichte genau so jedes Jahr wieder zu erzählen. Interessant ist auch, dass alle Christen und auch viele Nichtchristen diese Weihnachtsgeschichte kennen, darüber hinaus aber viel weniger wissen von Jesus, zumindest nicht so nah am Text wie bei der Weihnachtsgeschichte. Wieso übt gerade dieser Teil des Lebens der Figur Jesu eine solche Faszination aus? Man könnte doch denken, dass der junge Mann, der Gleichgesinnte um sich schart und mit vielen Konventionen bricht,
manche sehen in ihm ja einen wahren Rebellen, eine viel größere Faszination ausüben könnte. Warum gerade wird die Geburt so ins Zentrum gerückt? Wenn ich da auch noch mal auf das wahre Leben blicke, die Geburt meiner Kinder war ein Wunder, zweifellos. Aber wunderbarer und interessanter ist doch, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, wie sie aufwachsen und sich an der Welt abarbeiten. Also warum gerade die Geburt? Vielleicht liegt es wirklich an dem Kontext, der Aura, in die diese Geburt gleich zu Anfang gerückt wird. Man muss sich wahrscheinlich klar machen, dass diese Erzählung eine ex post ist, also nachdem man vom Leben Jesu gehört hat. Danach erst wird die Erzählung von der Geburt umso wichtiger. So ist es, Annette. Genau so. Und ich sage es nochmal, die Weihnachtsgeschichte ist eben überhaupt nicht daran interessiert zu sagen, wie Jesus nun ganz konkret historisch geboren ist. Wahrscheinlich wird er in Nazareth geboren und aufgewachsen sein. Wann genau, das weiß man nicht. Und das ist auch egal. Und das ist auch, das muss man so sagen, auch den Evangelisten letztlich egal. Aber deshalb, Annette, ist die Weihnachtsgeschichte auf eine verblüffende Weise nicht völlig unhistorisch, sogar im Gegenteil. Sie will in einer guten Geschichte darüber erzählen, ja, wie Jesus als Erwachsener gelebt hat, welche Bedeutung er gehabt hat, was er gedacht hat, gesagt hat. Nehmen wir mal an, ein Zeitgenosse davon damals hätte eine frühe Christin oder einen frühen Christen gefragt, sag mal, dieser Jesus, euer Jesus, was war das eigentlich für ein Typ? Was hat er so gedacht, gesagt? Was für eine Bedeutung hat er gehabt? Und dann wird der frühe Christ, die frühe Christin vielleicht geantwortet haben, pass mal auf, ich erzähle dir mal seine Geburtsgeschichte. Die ist zwar so nicht passiert, aber sie erzählt doch ziemlich treffend, wie er gelebt hat und welche Bedeutung er gehabt hat. Ich will das mal an ein paar Punkten deutlich machen. Vor allem Lukas ist ja immer ziemlich wichtig zu betonen, dass Jesus für die Armen ein Heiland gewesen ist, dass er mit den Armen solidarisch war und dass er auch selber arm gelebt hat. Und man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das historisch auch den Tatsachen entsprach oder entspricht. Und genau deshalb lässt Lukas Jesus auch im Stall geboren werden. Und genau deshalb sind es auch die Hirten, die Ärmsten der Armen, die als erstes Jesus anbeten und in den Stall kommen. Und auch die Geburt unterwegs, also unterwegs zur Volkszählung, weist auch darauf hin, dass Jesus auch als Erwachsener eben freiwillig ohne festen Wohnsitz gelebt hat. Es steckt also durchaus Historisches in dieser Weihnachtsgeschichte. Und nehmen wir mal Matthäus. Matthäus ist immer Jesu politische Bedeutung wichtig gewesen, also dass Jesus der neue Messias, der politische neue König Israels gewesen sei. Und auch das lässt sich, denke ich, historisch belegen, dass zur Zeit Jesu damals viele ihn als den neuen König verehrt haben. Und das war ja auch der Anklagepunkt bei seiner Kreuzigung. Ob nun das richtig ist, dass über seinem Kreuz Inri stand oder nicht, Jesus Christus Rex Judae, mag nun dahingestellt sein, aber der Anklagepunkt ist sicherlich historisch richtig überliefert. Also deshalb lässt Matthäus Jesus von Geburt an in einen Konflikt mit der politischen Herrschaft geraten. Und König Herodes trachtet, wie wir ja alle wissen, dem Säugling von Geburt an nach dem Leben. Dass das historisch wahrscheinlich nicht so war, ist eine andere Sache. Aber Matthäus will dies deutlich machen, diesen Konflikt mit der politischen Herrschaft, in dem Jesus immer stand. Und weise Männer brachten Jesus Geschenke, die nur einem König zustehen letztlich. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Oder waren es Möhren? Naja. Ja, und nur aus diesem Grund lassen Lukas und Matthäus Jesus auch in Bethlehem zur Welt kommen, weil er nämlich für sie der neue König, der Messias ist. Bei dem Ort Bethlehem, da klingeln allen Juden die Ohren, denn da ist König David geboren, der größte König, den Israel jemals hatte. Und wenn Jesus der Messias ist, dann muss er auch in Bethlehem geboren sein. Das ist sonnenklar. So rum geht die Logik, nicht andersherum. Erst ist der Glaube da und dann entsteht daraus eine passende Geschichte. Ich weiß schon, dass das für unsere modernen Ohren wirklich komisch klingt und ja, auch letztlich falsch. Aber Nette, vielleicht haben wir ja auch als aufgeklärte moderne Menschen den Sinn für bedeutende Geschichten irgendwie auch verloren. Mag sein. Gute Geschichten sind eben keine Infos. Es sind
sinnhafte, bedeutsame Geschichten darüber, ja, wie wir unser Leben leben. Es sind Geschichten darüber, wie eine neue Dimension, wie das Göttliche in unser Leben tritt, wie das Göttliche vielleicht menschlich wird. Und ja, das kann man doch eigentlich auch nur als Geschichte klar machen. Wie denn sonst? Und da braucht man schon auch Engel, himmlische Heerscharen, Weise aus dem Morgenland und ja, von mir aus auch eine Jungfrauengeburt. Natürlich nur in Anführungszeichen. Als Geschichte eben. Ja, jetzt, Annette, habe ich dich natürlich pfarrermäßig zugequatscht. Das ist klar, aber was meinst du denn jetzt? Kannst du denn eigentlich jetzt noch Weihnachten feiern? Nachdem mir es doch klar geworden ist, so hat sich die Weihnachtsgeschichte wahrscheinlich nie historisch zugetragen. Ich glaube, trotz unserer theologischen, rationalen und kritischen Fragen an die Faktizität der Weihnachtsgeschichte, hat das Bild vom Kind in der Krippe seinen Reiz überhaupt nicht verloren. Vielleicht ist sogar das Gegenteil der Fall. Drei Dinge scheinen mir wichtig zu sein, wenn ich auf unser Gespräch zurückblicke. Es ist für mich, für uns relevant, dass ein Mensch, der ein bedeutsames, ein einflussreiches, ein menschenveränderndes, menschenprägendes, ein mitreißendes Leben geführt, Menschen zu einem grundsätzlichen Wandel ihres Lebens veranlasst hat und noch veranlasst, ein Mensch, der Grundlagen des menschlichen Lebens noch einmal ganz neu definiert und auch praktiziert hat, dass dieser Mensch in Einfachheit, Armut und Gefährdung geboren wurde. Es ist also nicht ausgemacht, dass ein in Einfachheit und Armut geborener Mensch nicht Großartiges tun und bewirken kann. Und der fokussierte Blick auf die Geburt, der für uns Christen zentral und bedeutsam ist, macht überdeutlich, dass es sich hier um einen Menschen handelt. Einen besonderen, aber eben einen Menschen, der menschlich geboren ist und der auch als Mensch sterben wird. Und schließlich drittens, die Geschichte von der Geburt im Stall wirft auch ein wunderbares, ja tröstliches Schlaglicht auf diejenigen, die bereit und in der Lage sind, die Erfahrung und Erkenntnis der Besonderheit des Unbegreiflichen dieser Geburt zuzulassen. Die Hirten haben ja ein Sensorium dafür, dass hier nicht nur ein Mensch geboren wird. Sie können den Engel sehen. Für mich steht dies für eine Fähigkeit, über das Faktische, das leicht Erklärbare hinauszublicken, visionär sein zu können. Ich glaube, dass wir diese Gabe und Fähigkeit gerade heute mehr denn je brauchen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.